Dabei haben unsere Eltern ja noch Glück gehabt, gell? Mein Vater zum Beispiel, 1911er Jahrgang, ist leider schon gestorben, aber er hat zumindest 3 Jahre Vollpension gehabt. Wir kriegen vielleicht noch, ich sag meinen Jahrgang nicht dazu, wir kriegen vielleicht noch eine Halbpension. Und unsere Kinder eine Frühstückspension. Für ein Frühstück reicht die Pension im Monat. Wenn das kein Anreiz ist für eine ehrenamtliche Mitarbeit, dass du wenigstens im Vorkaffee was zum Essen kriegst. Was heißt vor, ein Kaffee? Aber die Politiker sind mit uns, sie denken an uns, sie haben es nicht vergessen. Sie haben einen Vorschlag gebracht. Ihr wisst, sie hat einen Vorschlag gebracht. Die Vier-Mann-Pension. Vier-Mann-Pension. Das heißt, wer sind die anderen drei, mit denen wir Vier-Mann-Pension teilen? Wenn ich lang genug lebe, habe ich sie dann allein. Also schau auf. Wie sagen sie in der Werbung? Schau auf.